Dass sie wirklich irgendwie sozusagen um diese Bretter, die Welt bedeuten, was ja die barocke Bühne eben ausgemacht hat, die kämpften um das Recht sozusagen, dass diese Welt nach wie vor bestehen darf, dass es nach wie vor funktioniert, dass das Publikum auch entsprechend darauf reagiert, dass sie geliebt werden. Also eigentlich kämpfen diese Menschen auf der Bühne die ganze Zeit um das Recht, hinter diese Masken, hinter dieses kunstvolle, virtuose Bekleiden von Rollen, von einem Fach, was sie ein Leben lang entwickelt haben, weiter irgendwie aufrechthalten zu können und damit diese Bühne ihre Existenzberechtigung behält. Für uns hat natürlich auch die Countertenorstimme noch etwas ganz Spezielles, weil auch irgendwo immer noch Exotisches. Sie haben auch eben gerade in der oberen Lage ein ganz spezielles Timbre und eine Virtuosität, die dieser Sache doch sehr gerecht wird. Zitieren ja auch regelrecht ganz viele unterschiedliche Figuren archetypisch herbei, die eben diese Prinzipien, ob Treue, ob Jugend, ob Demut oder ob Übermut und königliche Herrschaft und Tyrannerei, Willkür und so weiter, das spiegelt sich auch in den Kostümen wieder. Xerxes bietet tatsächlich durch diese etwas
straffere Form, durchlaufendere Form, sehr viel mehr Möglichkeiten, wirklich am Ball zu bleiben, die Spannung hochzuhalten. Die unheimlich vielen schnellen, auch zum Teil sehr kontrastreichen Wechsel der einzelnen Arien und Mini-Arien, die da vorkommen, macht es einem da auch das Ganze etwas leichter.